Hallo, ihr Lieben aus dem Garten. Nach einem pragmatischen Psychologiekurs. Wow, echt cool. Und so toll, was sich gerade an Raum öffnet. Du spürst sicher, wie es rauf und runter geht. Und Veränderung ist nicht immer yippie-yay. Ich habe jetzt so viele Leute letzte Zeit sagen gehört, ja, bei mir geht's rauf und runter. Ja, willkommen zur Veränderung. Und was man da üben darf, ist, egal was einem kommt, egal wie sich's anspürt, wie wäre es, wenn wir es nicht bewerten, sondern alles als Möglichkeit empfangen, egal wie es kommt. Und das ist für mich so dieses Pragmatischsein, wo egal was dir präsentiert wird, egal was in dein Leben kommt oder wie es ausschaut, wie wäre es, wenn du alles in eine Möglichkeit umwandeln kannst und einfach danach fragst, welche Möglichkeit steckt dahinter, die ich noch nicht wahrgenommen habe. Und ja, so die Einladung hier ist, wirklich sich mehr und mehr klar zu werden, was ist meine Welt? Wähle ich die Schwere, die da präsentiert wird da draußen, oder wähle ich das, was meins ist und was ich weiß, wo Leichtigkeit kreiert? Und das darf man wirklich in jedem Moment neu wählen und neu üben, weil es gibt immer so, es gibt so viele Menschen da draußen, die so unglaublich lustlos sind. Es ist echt abartig. Wir haben gerade, Jürgen und ich haben gerade heute einen Tageskurs facilitiert, lustvolle Körper, und einfach entdeckt, wie Lust und Lebendigkeit und Lebensfreude so eine Power bedeutet und so ein Anderssein, eine Power, und so viele Menschen das einfach zurückhalten, zurückschrauben, weil es andere nicht aushalten oder weil man glaubt, man ist eine Zumutung, wenn man lebensfreudig oder lustvoll oder lebendig ist. Und viele von uns das schon ziemlich früh abgekauft haben, dass Lebendigkeit und Lebensfreude und Lust etwas ist, dass man, wo man zu viel ist für andere. Und das war heute so cool zu entdecken, boah, da kann ich sowas von rauslassen und zulassen und ja, was ist da noch möglich? Und nächste Woche, am Wochenende geht's weiter, und zwar, ui, hier steht langsame Verbindung, ich hoffe es passt. Nächste Woche geht's weiter, nämlich mit einem pragmatischen Praktikerkurs. Pragmatischer Praktiker ist ein Kurs, wo man lernen darf, wie kann ich die Tools nutzen in meiner Arbeit mit wem auch immer, was auch immer, und vor allem mit sich selber, aber auch mit Klienten, mit Kunden. Wie kann ich pragmatisch facilitieren? Und das lernt man in diesem Kurs mit vielen Tools, aber auch mit wirklich ein praktisches Miteinander. Wir haben viele Übungen miteinander, wo wir einfach das Facilitieren miteinander üben und ausprobieren und verfeinern und verbessern und was noch alles möglich ist. Und du dann natürlich nicht nur anders durch die Welt gehst, weil du wählst, der Leader zu sein, du wählst, den Ton anzugeben mit dem, was du bist, mit Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit. Und du hast auch eine ganz andere Haltung mit deinen Kreationen und natürlich auch mit deinen Kunden, wenn du weißt, dass du alles handeln kannst, egal was dir, was da kommt. Was für eine ganz andere Haltung hast du? Wie kannst du auch für dich in deinem gesamten Leben alles, was sich anfühlt, alles sozusagen Probleme in Möglichkeiten umzuwandeln? Und da freue ich mich schon riesig drauf. Diese Kurse sind immer sehr beliebt. Die Leute sind immer sehr überrascht, was in ihnen steckt, das sie noch gar nicht in Betracht gezogen haben. Und nächste Woche ist er in Österreich. Ganz selten, dass wir den in Österreich machen, aber der ist am wunderschönen Attersee. Ganz, ganz tolle Gegend, direkt am See. Wunderschöner, türkis-blau-grüner See. Und du kannst natürlich auch online dabei sein, und wir freuen uns riesig. 3 Tage, du brauchst Basis und Foundation als Voraussetzung, weil wir die Tools von diesen Kursen nutzen, um einfach weiterzugehen in der Veränderungsarbeit. Es ist für mich einfach eine ganz andere Arbeit, Art, mit Menschen zu arbeiten, die ich immer schon gehofft, auf die ich immer schon gehofft habe, die ich mir gedacht habe, dass ich sie in meinem Psychologiestudium und Psychologen Ausbildung finde. Und ja, wenn man etwas nicht selber findet, kreiert man sich's. So, voilà. Wir freuen uns riesig, wir posten den Link drunter, und genieß dich, genieß das wunderschöne Wetter, wo auch immer du bist, und à bientôt!